Willkommen Reisende, ich bin Free-to-Player und bin euer Guide für ein erfolgreiches Free-to-Play-Abenteuer in Osterra. Heute zeige ich euch, wie ihr den Level 90 Epic 9S in den Otherworld Hunts besiegen könnt. Was mir gleich am Anfang aufgefallen ist, wenn man den Hunt anklickt, ist, dass wir eine Schwäche von Sword, Axe, Dagger und Polearm haben. Das heißt, ich habe halt versucht, mir die besten Charaktere da auszusuchen, das waren in dem Fall diese hier, um das so ein bisschen zu matchen, weil ich ja nicht weiß, welche Schwächen dieser Gegner hat. Diese Map hier verrät richtig schön, wie man laufen muss, um zu dem Gegner zu kommen. Und ich ging davon aus, dass der oberste, weil der einfach das größte Symbol hat, auch genau dieser Endgegner ist. Und deswegen bin ich da direkt einmal hin. Einmal bin ich ganz nach rechts, dann einmal ganz nach links und dann eigentlich nur noch den nächsten Abschnitt. Und da ist er gar nicht. Na gut, dann gehe ich halt wieder zurück und habe ich mich anscheinend geirrt. Oh, da ist er ja. Und dann habe ich mich auch direkt in den Kampf gestürzt. Nur als kleiner Disclaimer, ich werde diesen Kampf verlieren. Ich habe 20 Rubine nochmal geopfert, um da wieder rauszukommen, weil am Anfang verseht ihr die ganze Gruppe vorne mit Schwächen und zwar genau dessen Elementaren und Polearm, die er halt nun mal gerade hat. Und danach haut er sie auch alle raus. Und wenn ihr nicht vorne weg mit Elementar Defense arbeitet, um euch ein bisschen zu schützen, dann sieht das wirklich nicht gut aus für euch, weil er relativ schnell dann alle rausrockt. So, deswegen war es eine gute Entscheidung, ihn halt so schnell wie möglich zu brechen, dachte ich, und so viel Schaden wie nur möglich zu machen, war so meine Strategie. Doch als er dann nach seinem Break dann alle raushaut, ist das natürlich so eine Sache. Und dann hat er auch noch Willem Vega drauf und heilt sich dann auch noch um 30.000, das ist echt heftig. Abgesehen davon kann er noch eine Bombe auf alle raufschmeißen oder noch mit Speerangriff auf alle rauf und natürlich auch noch in seinen Hyperangriff launchen. Das wollte ich jetzt natürlich nicht sehen und weil ich dachte, ich hätte noch eine geringe Chance hatte ich aber nicht. So, das bedeutet, ich habe es gleich nochmal gemacht und diesmal mit einem etwas anderen Team und habe darauf diesmal geachtet, meine ganze Gruppe etwas mehr zu stärken, damit insgesamt mehr Schaden verursacht werden kann, weil im ersten Zug macht er nämlich noch nichts. Das kann man nutzen, um so viel Schilde wie möglich zu brechen. Der Plan war eigentlich mit Lynette sogar ihren Ultimate einzusetzen, damit das ein bisschen besser funktionieren kann und der Angriff von ihm auch reduziert ist, ist es auf jeden Fall ein bisschen besser zu ertragen. Außerdem hatte ich bei allen Charakteren auch jetzt die elementare Verteidigung gestärkt. Das hat jetzt für mich gereicht, um halt seine Angriffe halbwegs gut zu überstehen. Mit Lynette wollte ich eigentlich nur mein Ult gehen, hat jetzt leider nicht geklappt. Dann probiere ich es halt damit und war überrascht, dass trotzdem die Angriffe nicht so stark waren, wie ich es anfänglich erwartet habe. Also für einen Level 90 Charakter ist der wirklich, wirklich stark und hier hätte der Dual Harvest es wirklich getan, aber ich habe Imputation eingesetzt. Das heißt, ich habe wirklich da auch nochmal einen Fehler gemacht, einfach nur, weil ich nicht damit gerechnet habe, in einem Hunt auf so einen starken Gegner zu stoßen. Aber zum Glück hat er nicht so viel HP wie manch andere Level 100er Charaktere als Beispiel, aber von der Power, die er hat, die er mitbringt, kommt er auf jeden Fall schon an ein Level 100 heran. Solange ihr euch gute elementare Defense zuschreibt und darauf achtet, immer schön gebufft zu sein, ihn zu debuffen, dürftet ihr eigentlich damit keine Probleme haben. Aber ihr müsst halt alles machen und das im besten Fall sogar im ersten Zug. Alle Gegner sind relativ leicht zu bewältigen. Schaut, dass ihr euch immer schön heilt zwischendurch, ja, mit Regen oder mit irgendwelchen Heal. Möglichkeiten. Der letzte Boss hat diese Schwächen und ist im Vergleich kein Problem. Er macht zwar recht viel Damage, aber halt auch nicht so übertrieben. Ihr bekommt Historic Material, wenn ihr den Hunt beendet und könnt dann endlich die 150 Rubine abstauben, wenn ihr das gemacht habt. Richtig coole Sache, das ist nochmal mein Team, so ungefähr von den Werten, damit ihr dann Überblick habt. Wie gesagt, am wichtigsten war tatsächlich die elementare Defense, aber ihr solltet trotzdem Charaktere drin haben, die auch eine gute physische Defense haben. Deswegen habe ich mich für meine Schwertkämpfer entschieden vorne, damit sie halt den meisten Damage tanken. Zu den Skills brauche ich nichts sagen, da habt ihr vorhin schon alles gesehen. Ich hoffe, dass ihr auch jetzt 9S im Epic Hunt besiegen könnt, um damit halt noch ein paar Rubine für die derzeitigen Banner zu bekommen. Und wenn ihr noch mehr Octopath Traveler Champions of the Content sehen wollt, könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren und mir ein Like da lassen. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal, euer Free-to-Player.